tries to suck their brown man, their powerful worker, and beat his ritual music. Ngày mai em bước qua cầu cầu bao nhiêu nhịp đồng sầu bấy nhiêu em đi con nước thục. Alo, mời gấp chống chen mà lòng vô tình vẫn thất ngại, mà tình tình vẫn vui là dây sẽ dày, tơ hồng là dây sẽ dày. Quá hốt, quá âm, không có.
không đó bọn anything, you know, now I do for you same
rồi, bài you hate me too. I keep it. One to one. Keep it. Aufstieg von Hoi An begann im 16. Jahrhundert, als das damalige Phaifo Vietnams Tor zur Welt wurde. Hier legten die ersten europäischen Karavellen an und hier löschten chinesische und japanische Händler offiziell ihre Waren, nachdem ihre Heimatländer keine ausländischen Schiffe mehr in ihren Häfen duldeten. 1636 wurde die Hafenstadt chinesisch, nachdem sich infolge des Zusammenbruchs der Ming-Dynastie immer mehr Flüchtlinge aus dem Land der Mitte niederließen. Die japanische Brücke, die über einen Kanal gespannt ist, trennt das Chinesische vom einstigen japanischen Viertel.
Vietnams drittgrößte Metropole Da Nang ist mit ihrem Seehafen das bedeutendste Wirtschaftszentrum in der Landesmitte. In der fruchtbaren Ebene siedelten einst die Cham, bis sie im 14. Jahrhundert von den Vietnamesen verdrängt wurden. 1858 trafen die Franzosen mit ihren Expeditionstruppen ein und im März 1965 die ersten Truppen der USA. Sie errichteten kurz darauf eine riesige Militärbasis. Fischerboot, also Fisch. Viele neun Hockhäuser. Jeden Tag kommen wir neun am Himmel. Ja, und jetzt kommt da viele Geldpapier da. Und da vorne auf diese Saat, also, da sehen Sie? Hinter der Lagune von Lang Co beginnt der berühmte Wolkenpass, Vietnams Wetterscheide zwischen dem subtropischen Norden und dem tropischen Süden. Wenn man auf der von den Franzosen 1888 ausgebauten Straße die Passhöhe von 496 Meter erreicht hat, steht man entweder im dichten Nebel oder man kann einen traumhaften Panoramablick genießen. Thank you.
Number 3 football. Closer. Ja, wir haben drei verschiedene Züge. Die fährt jeden Tag 10, 20. Die Austernzucht ist in der Provinz Quangbing sehr verbreitet. Sie liegt zwischen der Mündung des Natle-Flusses und dem Meer. Daneben ist ein Zivilfriedhof. Hier bauen sie auch eine verschiedene Form. Rund, quadratisch, rechteckig, schön rund. Manchmal total verschimmelt. Zum Fisch fangen und ich kann auch die abfahrende Wasser vielleicht mal schmeißen. Doch, manchmal die Wohnen drin. Ja. Gibt es bei uns auch große schwimmendere Fische? Ja. Nicht der schwimmendere Markt in dem Mekong-Delta, auch hier ist eine Luft. Da oben auf Tracken, ne? Das sind Weinflaschen von Wein, Hauswein. Ah. Und braune von Bierflaschen. Wie die gar nicht, ne? Das ist alles verteilt. Aber sehr schön mit diesen kleinen Mosaikscherben, ne? Vietnams letzte Königsstadt Hue hat sich ganz ihrer glanzvollen Vergangenheit verschrieben. Seit die UNESCO Paläste und Königsgräber 1993 in die Welterbeliste aufgenommen hat, wird fleißig restauriert und rekonstruiert. Noch wirkt Hue an vielen Stellen morbide und marode und die alljährlichen Niederschläge von über 3000 mm setzen Gemäuern und Gemütern zuweilen heftig zu. Aber das tut dem Charme dieser Stadt keinen Abbruch. Die parkähnliche Grabanlage des letzten Monarchen Tudok wurde im Jahre 1867 fertiggestellt. Nachdem die Franzosen im Land die Macht übernahmen, zog sich der letzte Monarch immer mehr in diese Parkanlage zurück. Die Gebäude im Süden nutzte Tudok zu Lebzeiten als Wohnräume. Heute dienen sie dem Gedenken an ihn und seine Gemahlin. Ein halbmondförmiger See bildet die Grenze zum Reich der Toten. Auf der nächsten Ebene ragt die landesweit größte Grabstelle auf. Der König verewigte hier in 5400 Zeichen seine Lebensgeschichte. Die letzte Ruhestätte von Tudok ist jedoch unbekannt. Er wurde in einem von 11 angelegten Tunneln bestattet. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay. Nee, mit dem Vögel nicht schön. Ja. Aber ist es. Moment, Moment. Jetzt. Nicht ganz stark, aber ich bin noch gut genug, denke ich, gekommen. 5000 Stück. Wie viel? 5000, 6000 Stück. Ist das Zimt oder was? Doch. Sägemehl. Sägemehl zusammen mit Zimt oder Sandenholz. Dann nass gemacht und dann wird gerollt. Und hier die Sägemehl, aber zum Trocknen. Wir hier war gerade stabil. Ein Zug vorbei, ne, gefahren. Ein Bahnübergang. Darum hier. Ein bisschen voll. Drachenboote auf dem Fluss der Wohlgerüche, höfische Tänzer im königlichen Theater, Restaurants im Stil alter Paläste. Die untergegangene Monarchie ist heute lebendiger denn je. Die Zitadelle der Königsstadt liegt in günstiger Lage am Nordufer des Flusses. Im Rücken schützen sie Berge, im Süden blickt sie zur Sonne, auf den Fluss und eine weite Ebene. An der Seite stehen 15 Tonnen schwere Kanonen. Hier waren, wie gesagt, die Kommunisten fast drei Wochen lang die Stadt erobert. Und am Ende, da waren sie bestimmt einen Tag drin gewesen, hat dann sofort abgehaut. Aber dann kommen sehr viele Zivilen da rein. Ja, normalerweise ihre Häuser waren alle kaputt gegangen. Ne? Darum gehen sie da rein. Jeder gedacht, ein Denkmalschutz wird nicht gekämpft. Yeah. Ja, aber dann haben die, am Ende haben die Armee an diese so viele Menschen hinter der Mauer gesehen. Außerdem, die wir kaum fanden, waren noch da oben drauf. Darum haben die fast eine Woche lang Kanonentechnik geschossen und Bombe ins Kaiserpalast geworfen und dann noch schlimme Napalmbombe auf der Mauer und überall geworfen. Und am Ende mit Flammenwerfen. Oh je. Wer noch drin gewesen, egal ob ein Kinderkreise, das war alles Vietcong gewesen, haben alle umgebracht. Nach dem Vorbild der Kaiserstadt in Peking gliedert sich die Königsstadt in drei Bereiche. Die äußere Stadt, die Königsstadt und die purpurne verbotene Stadt. Die weitläufige Königsstadt betritt man durch das Mittagstor mit filigran gestalteten Pavillons. Von dort beobachtete der König Zeremonien und Paraden. Im anschließenden Hof der Riten nahmen einst die Mandarine Aufstellung, getrennt nach Militärs und Zivilisten. An der Stirnseite des Hofs liegt die Halle der höchsten Harmonie mit prachtvollen Schnitzarbeiten und mächtigen Säulen. Fast alles ist in Rot, der Farbe des Glücks, und in Gold, der Farbe des Herrschers gehalten und mit Drachen, dem königlichen Symboltier, geschmückt.